Morgen, wir haben heute den zweiten Weihnachtstag, Weihnachtsfeiertag. Koya ist wieder arbeiten, der ist heute Morgen schon, weiß ich nicht, um 7 Uhr wieder weggegangen, aber der wird heute auch nicht so lange bleiben, also länger als gestern, aber nicht volle 8 Stunden oder so, weil wir sind heute ja auch um 14 Uhr bei Koyas Mutter oder bei der ganzen Familie quasi eingeladen, genau. Ich habe gerade, oder ich bin gerade erst aufgestanden, es ist 8.44 Uhr. Ben ist, hat ja so bis 8.30 Uhr geschlafen ungefähr. Mia war schon früher wach und kam dann zu mir ins Bett. Und dann haben wir so ein bisschen Kinderfernsehen geguckt. Also sie hat das geguckt und ich habe geschlafen. Und ja. Und dann habe ich mir zum Schluss noch ein Video angeguckt, genau. Bei YouTube. So stehe ich nämlich immer auf. Ich gucke mir immer morgens gerne schon Videos an. Und jetzt habe ich gerade Ben eine Banane gemacht. Und ja, Mia kriegt jetzt auch gleich noch was zu essen. Ja, die durfte noch eine Schokomünze essen aus ihrem Adventskalender, weil der war nämlich immer, wir hatten mich irgendwie ein paar Tage vergessen aufzumachen. Deswegen war da noch was drin. Man muss sich erstmal aufräumen, weil wie ihr im Hintergrund schon seht, ja, es muss aufgeräumt werden. Der Tisch, den haben wir gestern auch nicht mehr aufgeräumt, weil wir waren so mega. Ich glaube, ich habe auch gar keinen Schluss gedreht. Ups. Auf jeden Fall waren wir so mega vollgefressen, weil dieser Käse, der stopft irgendwie, also wir haben diesen Raclette-Käse genommen und irgendwie stopft der erst so im Nachhinein. Also man isst und isst und isst und dann irgendwann denkt man sich so, okay, ich könnte jetzt aufhören zu essen. Und dann war man so, boah, ich bin voll satt. Wisst ihr, was ich meine? Genau. Deswegen muss ich jetzt erstmal hier den Geschirrspüler einräumen. Und Mia spielt schon wieder mit ihrer Autorennbahn. Und dann schauen wir mal, ja, was wir heute Vormittag machen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, hier mal so ein bisschen zu putzen. Und ich habe gestern hier unten schon gewischt und so. Und das Badezimmer so gewischt. Und mal gucken, Wäsche sortieren. Solche Sachen wollte ich eigentlich machen. Ja, mal gucken. Ich würde mal sagen, mein Geschirrspüler ist undicht. Ja, also wie ihr sehen könnt, mein Geschirrspüler zickt immer mehr. Das einzige Positive, was ich daraus ziehen kann, ist, dass ich bestimmt bald einen neuen Geschirrspüler kriege. Nein, da ist ja die Dichtung kaputt, habe ich euch ja schon mal im Blog erzählt. Ich sehe übrigens aus, ne? Ich muss auch mal mich bald fertig machen. Auf jeden Fall, dass Positive daran ist, also es hätte ja noch mehr kaputt sein können. Aber im Endeffekt ist es wohl nur die Dichtung, die da so halb auseinander flattert und die ist halt links kaputt. Das heißt, es ist nicht die komplette Dichtung kaputt, sondern nur links. Das heißt, ich kann halt ja links diesen Topf da, würde ich gerade sagen, diese Auflaufform da machen. Ich habe am Anfang hat noch so ein kleiner Teller gereicht, hat wirklich nur so ein bisschen getropft. Jetzt wird es halt immer mehr. Also die Dichtung macht nicht mehr lange mit. Ich muss unbedingt bei Samsung anrufen. Ich hatte ja schon eine Mail, also so eine Anfrage über deren Internetseite gestellt, aber kam bisher noch nichts. Deswegen muss ich da unbedingt anrufen, dass ich eine neue Dichtung brauche und ich hoffe, dass es nur an dieser Dichtung liegt. Weil ich meine, weiß ich nicht, wenn die Dichtung 10 Euro kostet oder dass sie 50 Euro kosten, der Geschirrspüler an sich funktioniert ja noch, ne? Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, noch einen neuen Geschirrspüler zu kaufen. Also Koya meinte, Koya ist immer so großkotzig, ne? Koya sagt, ach Quatsch, wenn du einen neuen Geschirrspüler brauchst, dann kaufen wir einfach einen neuen Geschirrspüler. Ist halt so. Aber wir haben in den letzten Monaten, eigentlich in den letzten 2 Monaten, so viel Geld ausgegeben. Wir haben einen neuen Staubsauger gekauft, weil meiner eigentlich scheiße ist. Und mein Staubsauger, wie viel hat der gekostet? 179 Euro oder so. Also der war schon teuer. Dann habe ich ein neues Handy bekommen, weil Koya sein Handy runtergeschmissen hat. Das war noch. Ja, jetzt war Weihnachten. Weihnachten ist halt auch immer teuer, ne? Mit Geschenken und so. Dann wird jetzt am 1. unsere Kfz-Versicherung abgebucht und so. Das sind auch nochmal 500 Euro. Da bin ich aber richtig stolz auf mich, weil ich habe gewechselt. Wir sollten eigentlich über 600 bezahlen. Ich glaube 640 oder sowas. Und ich habe einfach die Versicherung gewechselt. Und jetzt sind es knapp unter 500. Ich glaube 495 oder so. Immerhin über 100 Euro gespart. Aber trotzdem, es sind halt alles so. Ein paar Versicherungen werden halt am Anfang des Jahres abgezogen. Und ja. Also es ist nicht so, dass wir kein Geld mehr auf dem Konto danach haben, aber es ist trotzdem so, weiß ich nicht. In der Situation möchte ich mir jetzt nicht noch für 500 Euro einen Geschirrspüler kaufen. Also meiner hat damals, ich glaube, 550 Euro gekostet, weil ich unbedingt einen Markengeschirrspüler haben wollte. Weil ich Angst hatte, wir hatten mal so einen ganz, ganz kleinen Geschirrspüler. Das war so ein Tischgeschirrspüler, der ist so groß wie so eine Mikrowelle. Und der war richtig scheiße, da sind die Sachen halt nicht sauber geworden, ne? Und dann habe ich immer gedacht, das liegt daran, dass das halt so ein Billigding war von Real oder so, ne? Und da habe ich gesagt, ich möchte entweder Samsung oder Bosch oder Siemens oder so haben. Und Samsung hätte ich gar nicht gedacht, aber ist, glaube ich, sogar Marktführer für Haushaltsgeräte. War mir gar nicht so bewusst. Und dann habe ich den hier jedenfalls gefunden und ich wollte halt auch einen haben, den man einfach so quasi
so drunter stellen kann, weil wir damals in der alten Wohnung, ja, da war halt nur so ein Platz und da hätte, also da hatten wir keine Front dafür. Und deswegen, ich glaube, der war dann auch nochmal teurer, weil das halt keiner mit so einer Front, wo man zum Beispiel, wenn die Küche jetzt, unsere Küche war blau, ja, hätte man so eine blaue Front davor machen müssen und die hatten wir halt nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir so einen, bei denen können wir einfach da hinstellen. Ja, auf jeden Fall haben wir da über 500 Euro für bezahlt und habe ich auch gedacht, ja, der hält ja jetzt bestimmt 10 Jahre, weil meine Mutter, also der von meiner Mutter, der ist gefühlt schon 15 Jahre alt und hält. Aber habe ich auch schon gesagt, meine Mutter macht ihn ein bis zweimal die Woche an und ich mache ihn ein bis zweimal am Tag an. Das ist halt natürlich ein Unterschied, ne? Da zerfrisst so eine Gummidichtung halt schneller. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich diese Gummidichtung einfach neu bekomme. Ja, ich bin immer noch am Aufräumen, wie ihr sehen könnt. Also ich bin gerade dabei, die Küche, die bin ich richtig am Schrubben und so, weil Koya hat da gestern gebrutzelt und überall Fett und so. Und ja, die Kinder spielen unten ganz toll und ich komme jetzt hier langsam zu Ende. Ich muss jetzt hier erstmal das Bett machen und dann wollte ich erstmal runtergehen und duschen, weil ich fühle mich irgendwie so, ja, so matschig. Ich weiß auch nicht. Ich fühle mich matschig. So, wir haben jetzt das Kinderzimmer wieder aufgeräumt, ne? Ich habe ein paar Sachen geleimt. Ich weiß nicht, ob ihr das an Bens Auge seht, an dem Auge. Ist rot, also irgendwie ist es in dem Video noch roter, als es sowieso schon ist. Sieht echt noch schlimmer aus im Video. Auf jeden Fall, ja, hat er ein rotes Auge, das tränt so ein bisschen. Und ich befürchte, dass er so eine Art Bindehautentzündung hat. Oder ich weiß nicht genau, ob es eine Bindehautentzündung ist, aber sowas ähnliches halt. Mia hat sich schon wieder versteckt und will mich gleich erschrecken. Wartet mal. Ja, keine Ahnung, ob es wirklich eine Bindehautentzündung ist, aber es ist irgendwas, was nicht so toll ist. Und ja, müssen wir mal beobachten. Es ging so ein bisschen im Kindergarten rum. Was möchtest du denn? Schokopudding. Ja, gucke ich gleich mal. So, jetzt Pudding sowieso nicht. Jetzt ist es 11 Uhr. Ben kriegt jetzt hier noch ein bisschen Rest von seinem Frühstück, was er nicht aufgegessen hat. Und dann gibt es eine Milch und dann geht es erstmal ins Bett für ihn. So, die Kinder machen jetzt Mittagsschlaf. Ben hat eine Stunde gebraucht, um einzuschlafen. Mia war todmüde. Die hat sich auch noch wegen irgendwas aufgeregt, hat Nasenbluten bekommen. Schläft jetzt aber auch. Und wir haben ein Problem. Sarah hat uns was geschenkt zu Weihnachten. Und zwar sowas von H&M. Sie hat auch noch den Bon dran. Sie hat auch gesagt, falls es nicht passt. Aber schaut mal, da ist so eine Diebstahlsicherung dran. Die ist anscheinend nicht abgemacht worden bei H&M. Läuft. Und also es wurde nicht geklaut. Ich habe wirklich den Bon dafür. Ich habe Sarah auch gefragt, ob sie kein Geld mehr für Weihnachtsgeschenke hat. Nein. Der Bon ist da. Ich könnte jetzt auch zu H&M fahren und das quasi, ja, aber da muss ich extra hinfahren und so. Und Koya versucht das jetzt zu entfernen, ohne dass da diese Flüssigkeit ist und alles färbt. Bitte, bitte, krieg's hin. Hast du schon was gemacht? Oh Gott, ich muss kurz die Kamera drehen. Wir hoffen, wir kriegen es hin, ansonsten ist es halt eingesaut, ja. Läuft. Ich habe es auch schon mit dem Magneten probiert, hat aber auch nicht geklappt. Also wir haben es nicht hingekriegt, das zu entfernen, ohne dass da irgendwas kaputt geht oder so. Und deswegen werde ich da einfach nochmal zu, also ich habe ja Gott sei Dank den Bon. Und da steht es auch wirklich drauf. Also sie hat es wirklich gekauft. Ich glaube auch nicht, dass das ein Ding ist, was piept oder so, wenn man da rausgeht, sondern dass es einfach nur ist, also eine Diebstahlsicherung, dass man es halt zu Hause nicht abbekommt, ne? Und damit halt nichts anfangen kann. Aber wir haben ja den Bon. Und da werde ich, glaube ich, mal jetzt zwischen den Feiertagen oder so H&M fahren und diese Sicherung entfernen lassen. Weil ich finde das nämlich total niedlich. Ich wollte euch das mal zeigen. Das ist halt so Mickey Mouse und dann gibt es noch einen Halszug dazu und das ist die Hose und die ist so süß. Ja, also das will ich auf jeden Fall haben, deswegen muss das einmal umgetauscht werden, beziehungsweise abgemacht werden, die Sicherung. Ich kann die Sicherung abmachen. Ja, aber dann ist das Ding. Ist das Ding kaputt. Ich muss irgendwie aufs Klo. Ich muss aufs Klo. Dann muss ich gleich noch Kartoffelsalat machen. Es ist jetzt 10 vor 1. Eigentlich wollten wir um 2 ungefähr bei Koyas Mutter sein, aber wir haben auch schon gesagt, dass wir vielleicht später kommen, weil ja, die Kinder sind ja jetzt gerade erst eingeschlafen, beziehungsweise Ben. Und es ist so typisch, wenn wir irgendwas vorhaben, dann schläft Ben nicht ein, jedes Mal. Und wenn wir nichts vorhaben, dann schläft er von 11 bis 16 Uhr oder so. Aber wer ist schuld, dass er nicht schläft? Ja, ich, weil ich habe ihm keinen Schlafsack angezogen. Ja, sie hätten einfach dahin geklatscht und gesagt, hingeklatscht, genau. Gesagt, hinlegen, schlafen. Nein. Und er ist einfach ins Bett gegangen. Ich mache jetzt erstmal hier weiter. So, es ist jetzt 3:15. Ab 14 Uhr sollten wir da sein. Also wir haben gesagt, dass wir ein bisschen später kommen. Ne? Die Kinder sind jetzt ausgeschlafen.
Wir haben ja auch noch eine Matratze, die müssen noch auf den Sperrmüll. Haben wir schon reingepackt. Ben und Mia haben sich richtig schick gemacht. Mia hat so ein Kleidchen an. Ich hoffe, ich kann es euch nachher nochmal zeigen. Ansonsten blende ich hier mal ein Foto davon ein. Und Ben hat ein Hemd an, das haben wir leider noch nicht fotografiert. Das sieht richtig niedlich aus. Ja, ich habe noch schnell einen Kartoffelsalat gezaubert. Und Frikadellen hat der Koya ja gestern schon gemacht, ne? Also ich habe die gewürzt und sowas und gemacht und Koya hat sie nur angebraten. So. Ach so. Meinst du, es ist wieder runtergeredet? Nein, sonst denken die Leute, du kannst kochen. Ich kann alles. Ja, jetzt fahren wir jedenfalls schnell dahin. Also das ist jetzt nicht weit weg. Ihr wisst ja, wo Koyas Mutter wohnt, keine Ahnung. 10 Minuten entfernt und mit dem Auto gefühlt 3. Weil wir wollen halt nicht alles hin und her schleppen. Und vielleicht war der Weihnachtsmann ja auch da und da gibt es ja auch Geschenke und so. Und die wollen wir halt auch nicht schleppen. Ja, jedenfalls... Ich habe auch ein Hemd ein, ich bin auch hübsch. Koya hat auch ein Hemd. Hoffentlich kommt der Weihnachtsmann auch für mich. Jedenfalls fahren wir da jetzt erstmal hin und sind schon gleich da. Und berichten euch nachher, wie es war. Ich bin ja, wie ihr wisst, nicht so der Familienfeiern-Mensch, ne? Ich auch nicht, ich will lieber in Ruhe. Ja, aber okay. Bei manchen Sachen muss man einfach durch. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Es ist jetzt 6:30. Wir waren noch bei Koyas Oma, weil der ging es nicht so gut. Und dann haben wir die auch noch bei ihr zu Hause besucht, weil die konnte nicht da quasi zu Koyas Mutter kommen. Und jetzt habe ich die ganzen Geschenke erstmal abgefilmt. Das ist einfach sehr viel. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wenn man alles so sieht und wir müssen jetzt für alles einen Platz finden und so. Also, keine Ahnung, die Kinder haben echt abgesahnt. Die sind jetzt unten und spielen, gehen aber gleich auch ins Bett. Mia darf aber noch Bambi gucken. Haben wir ja gestern schon versprochen, ne? Heute darf sie es gucken. Und ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir hier alles verstauen und hier erstmal nach den Weihnachtsfeiertagen wieder klar Schiff machen und alles erstmal wieder für alle Sachen einen Platz finden. Und ja, ich würde sagen, damit fangen wir jetzt erstmal an. So, oh, ich filme mit Blitz, ne? Ich habe schon die Beleuchtung abgenommen, die Weihnachtsbeleuchtung, weil ich da jetzt gerade irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte. Ich habe jetzt hier, also hier sieht es katastrophal aus, ich habe jetzt hier schon die ganzen Weihnachtssachen reingemacht. Also das ist Weihnachten und Herbst, die Kiste. Die kommt dann bei uns in den Container. Kann ich im Herbst wieder rausholen. Ich bin gerade dabei und räume gerade den Schrank auf, auch von innen. Zum Beispiel hier sind ganz viele so Gesellschaftsspiele. Da ist halt noch ein bisschen Platz. Aber wir haben im Endeffekt noch da hinten im Schrank und unterm Bett Gesellschaftsspiele. Deswegen, die müssen wir alle mal sortieren. Das ist übrigens unsere Süßigkeiten-Schublade. Sie ist voll bis oben hin und wir haben uns davon nichts selber gekauft. Also wir haben irgendwie alles geschenkt bekommen. Oder okay, ein paar Sachen habe ich gekauft hier für Mia, für Nikolaus oder sowas. Aber ansonsten haben wir eigentlich ja sehr viel zu essen in nächster Zeit. Und das habe ich auch schon aufgeräumt. Und hier haben wir noch eine leere... diese scheiß Dinger hier. So, eine leere Schublade. Da müssen wir nochmal gucken, was da hinkommt. Aber ich bin jetzt hier so ein bisschen am Aufräumen. Das ist die Kiste mit den Sachen für Mia. Und hier wird jetzt rumgeräumt. Also ich glaube, Koya ist schon ein bisschen genervt von mir. Aber ich habe jetzt irgendwie Lust dazu, das alles rumzuräumen. Ich hatte jetzt auch schon Lust, diese scheiß Weihnachtsdeko irgendwie abzumachen. Ich weiß nicht, Weihnachten hat mich dieses Jahr irgendwie so ein bisschen genervt. Ich finde das immer, ja, keine Ahnung, zu stressig. Alle streiten sich heute, ja, keine Ahnung. War jedenfalls auch so, geht so, ne? Bei Koyas Familie. Jetzt klingelt sein Handy. Jetzt wollen wir mal schauen, wie deine private Nummer. Warte mal. So, das war Koyas Arbeitskollege, der ruft immer mit privater Nummer an, deswegen war mir das schon klar. Ja, so jetzt, wo war ich denn stehen geblieben? Ich will hier so ein paar Sachen rumräumen. Ich bin immer noch nicht, also ich bin bei ganz vielen Sachen immer noch so unzufrieden und deswegen müssen die umgeräumt werden und Koya muss jetzt drunter leiden und muss alles mitmachen. Aber dafür hat er mich ja schließlich geheiratet. Ich werde euch dann, wenn ich eine grobe Idee habe, wie ich das mache, natürlich zeigen, was ich machen will. Eins könnt ihr schon mal wissen, ich muss wieder zu Ikea. Weil ja jetzt nichts Neues, ne? Genau. Ich fange jetzt erstmal, oder ich mache jetzt erstmal weiter. Wir haben es jetzt mittlerweile 7:30 und ja, wir sehen uns. Also, wir haben es jetzt 10 Uhr. Koya und ich haben uns die ganze Zeit unterhalten, was wir hier noch verändern können. Ich habe euch im irgendeinem Video mal gezeigt oder gesagt, dass mich hier hinten, ja, das seht ihr jetzt schlecht, der leere Raum quasi nervt, dass man da, also das ist so verschenkter Platz. Und ich drehe mal die Kamera und zeige euch mal, was ich jetzt mir überlegt habe.
Also, ihr wisst ja, dass ich ein IKEA-Fan bin und ich habe mir überlegt, dass wir hier diese Kallax-Regale nehmen. Das ist ein Vierer und das ist ein Einser und noch ein Einser. Ich bin auch der Meinung, dass es die damals schon so als Set gab, weil was mich eigentlich stört, ist, dass es hier so dick ist. Aber gibt es jetzt irgendwie nicht mehr, jedenfalls finde ich die nicht. Und so habe ich mir das vorgestellt, das passt genau mit der Dachschräge sozusagen hinten an die Wand und dann können wir da halt ein paar Sachen hinpacken, die wir, ja, selten benötigen und können in dem Fall woanders wieder Platz schaffen. Kostet ungefähr 90 Euro mit diesen Regaleinsätzen und ja, das ist es mir auf jeden Fall wert. Ja, das habe ich jetzt als nächstes wieder ausgehackt. Mal gucken, wann ich das schaffe, zu IKEA zu kommen. Aber irgendwie hat mich dieser Platz, dieser verlorene Platz, der irgendwie genervt. Und da haben wir uns die ganze Zeit unterhalten, was wir da machen können. Und wir wollen noch so ein paar Lackregale kaufen für Mias Zimmer. Jetzt hat Mia eben gerade gerufen, sie will noch eine neue CD haben. Es ist 10 Uhr, Mia ist immer noch wach. Ja, keine Ahnung, die ist irgendwie so aufgedreht wegen dem ganzen Spielzeug und so. Jetzt muss ich ihr nochmal die richtige CD... Ach, wo habe ich die denn? Hier. Muss ich ihr die richtige CD raussuchen, die sie haben möchte. Und dann essen wir, glaube ich, noch eine Kleinigkeit und dann gehen wir ins Bett. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut und sehen uns morgen wieder. Tschüss! Ach so, was ich euch noch sagen wollte. Ich wollte heute eigentlich mit Sarah und Sarahs Mama essen gehen. Das habe ich ganz vergessen. Aber Sarahs Mama ist krank und deswegen ja, ist das ausgefallen. Eigentlich sehr schade. Ich habe mich voll gefreut, aber wir wollen das irgendwie im neuen Jahr wieder nachholen und gehen dann im neuen Jahr halt essen. Nur das hatte ich euch ja gesagt, nicht, dass ihr euch wundert, warum ich zu Hause bin. Mein Vater ist mir nämlich vorhin auch über die Leber gelaufen, muss ich gerade sagen. Nein, hat mich auch fast über den Haufen gerannt und meinte so, hä, was machst du hier? Bist du schon wieder zu Hause? Nee, es ist leider ausgefallen und ja. Aber dann hatten Koya und ich... Da hinten seht ihr ihn so leicht verschwommen. Wenigstens ein bisschen Zeit und haben jetzt darüber gequatscht. Und ja, morgen muss Koya wieder arbeiten. So, jetzt mache ich aber einen Cut und wir sehen uns morgen. Tschüss.